Okay, sie werden doch konzentriert zum Erweitern. Nö, sie werden traurig. Okay, ich würde sagen, wir lassen das gleich mal, wenn das nicht gleich was wird. Nee, die üben jetzt einfach nur Schach. Das bringt nichts. Das ist natürlich blöd. So, der geht auch zur Oberschule. Zack. Tränenmond ist zur Schule und auch Fridolin ist gleich zur Schule. Post bekommen wir hier nicht. Hallo? Hä? Hallo? Was ist denn jetzt mit der Kamera? Ist gerade eben die ganze Zeit nach unten gezoomt. Oh, guck mal hier. Schnittmenge. Das, so heißt übrigens der Film. Das erste Drehbuch von Trehm und Schlömpel heißt Schnittmenge. Das ist ein Film über... ein Film über die Gesellschaft. So, das Leben, das war die Kurzgeschichte, Grab dich ein, tralala, die verdient auf jeden Fall eine Menge. Guck mal hier, 184 fürs Drehbuch, alter Finne. 530 Simoleons haben wir jetzt wieder am Start. Fridolin ist jetzt konzentriert, Tränenmond ist glücklich, verkehrte Welt. Verkehrte Welt. Und Frikadella? Ich frage mich, ob die mit ihrer Karriere noch was anderes anfangen kann. Können wir das Essen denn irgendwie verkaufen oder so? Nee, ne? Ich meine, die kocht ja gerne, die macht das ja auch oft. Die könnte auch den ganzen Tag zu Hause stehen und kochen und könnte es dann verkaufen und wäre dann zumindest eine Mutti, die von zu Hause aus arbeitet. Da hätte sie ja auch mehr Zeit für alles. Verstehst du? So, heute hat sie aber frei, ne? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, genau. Jetzt hat sie 3 Tage lang frei, das ist sehr gut. Und sie muss Freunde finden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wir es anfangen. Eine Sache unterscheidet sich im Spielstand vom Abgestürzten. Nämlich, der Erik ist leider gar nicht mehr in ihrer Bekanntenliste. Das ist voll doof, aber ganz ehrlich, das habe ich jetzt nicht nachgestellt. Das war mir dann auch, das kann man ja später und so. Ich huste mal kurz. Das war nur gestellt. Ich habe schon gehustet, heimlich. So. Dann würde ich sagen, wir schicken Frikadella einfach mal nochmal ganz kurz auf den Pott und dann schicken wir sie mal duschen und ich würde sagen, wir schicken sie dampfend duschen. Wenn Frikadella dampfend duscht, dann schmilzt bei ihr die obere Fettschicht ab und sie sieht aus wie laminiert. Ne, das ist so ein Geheimnis und damit hat sie so diesen Wet-Skin-Look. Andere Frauen müssen sich dafür mit Öl einsprühen. Frikadella muss nur dampfend duschen und schon ist alles in Butter. Also im wahrsten Sinne jetzt quasi. Ja, alles in Butter. Ich, ja. Oh Gott, ich hoffe, sie kriegt's hin. Ich hoffe nur, sie kriegt's hin. Freundschaften dauern hier, glaube ich, ein bisschen länger als in Sims 2. Gott, da hat sie ja auch noch eine Pfütze hingemacht. Ah, Frikadella ist eine Katastrophe. So. Ja, das warst du, Frikadella. Ladebildschirm, juhu! Unser alter Freund, der Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ich bin dafür, dass hier noch 10 weitere Ladebildschirme. Ein Ladebildschirm für den... Ich sag dazu gar nichts mehr. Ein Ladebildschirm für den Ladebildschirm wäre noch ganz geil. Wenn der Ladebildschirm erst noch geladen werden muss... Gibt's eigentlich auch einen Schokoladebildschirm? So, Schlangennestbar. Verbrennen und pumpen. Frikadella hatte doch was vor. Ich erinnere mich. Es ist ein paar Folgen her. Alter, wir ziehen das einfach mal durch. Ich will sehen, wie das aussieht. Sorry. Das müssen wir einfach mal machen. Ich weiß, die isst furchtbar gerne, aber die kann nicht so lange an Fitnessgeräte, glaube ich, ne? Ach du Scheiße. Aber das muss doch, es muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein, dass Frikadella irgendwie... Ja. Das muss möglich sein. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es gemeinsam schaffen. Wir müssen Frikadella auch anfeuern einfach, weil sie hat doch mit der Sache, die Sache mit Kunibert, da hat sie doch gelernt draus und sie wollte doch jetzt quasi ein neues Leben beginnen. Sie wollte doch die Vergangenheit hinter sich lassen. Sie hat doch den Frust in sich reingefressen, ist deswegen halt über alle Maßen liebreizend geworden und mit Butter behaftet. Und sie ist sehr weiblich geworden, weil sie den Frust... sehr weiblich geworden, was ist das überhaupt für ein Wort? Sehr weiblich geworden heißt doch nicht ausladende Kurven haben. Sehr weiblich heißt ja, glaube ich, betonte Kurven. Jedenfalls, sie ist sehr ausladend geworden über die Zeit. Und ich finde das ein bisschen diskriminierend, weil ausladend das Gegenteil von einladend ist.
Sie ist jedenfalls mehr geworden. Sie ist in ihrer Gesamtheit mehr geworden. Kann ich es denn so politisch korrekt? Ich hasse politische Korrektheit. Sie ist halt fett geworden und jetzt musst du gucken. So, sagen wir es doch mal, wie es ist. Habe auch einen Bauch. Ich darf darüber auch Witze machen. Guck mal hier, Will Smith. Da ist Will Smith. Will Smith etwa laufen? Ach ja. Wen haben wir hier? Lisa Pancakes. Mit der muss sie doch richtig können. Wen haben wir da? Marie Pauls. Kann man beim hier eigentlich, pass auf, wir trainieren mal mit Will Smith. Aha, es klappt gut. Kann man, jetzt. So, ich verstehe es manchmal nicht. So. Na dann mal los. Bom, 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 bom. Na, guck mal, der Will guckt schon rüber. Oh, ja, ja, ich bin eine Singlefrau. Mm, sieh mich an. Ich bin zu viel für einen Mann. Lass uns doch mal über Stecher reden, mein Freund. Ich meine natürlich Tattoo-Stecher, wir scheinen ja denselben zu haben. Wohl, na, na, der hatte so mehr so ein Inka-Tattoo. Moritz? Wer ist denn Moritz? Das da ist Moritz? Alter, der sieht doch, der sieht aus wie von OC California, der ist kokett. Warum kann ich mit dem nicht quatschen? Emo-Dream, aha. Was hat denn Emo-Dream geschrieben? Hab's gefunden endlich. Sieht so Hammer aus. Ja, das sind unsere Freunde, die kennen wir ja. Der erste Schwung in Frischfleisch aus liebevoller Wertarbeit, die kennen wir ja. Ich finde die super. Die Oma ist auch super. Und er fängt fett. Zweideutiges Gespräch. Aber die quatscht doch gar nicht mit ihm, die quatscht doch mit ihm? Schwabi from Vanage. Hä? Die redet mit ihm da hinten? Was ist das denn für ein Gespräch hier? Er redet jetzt mit ihm im Rücken, oder was? Vielleicht hat er hinten ein paar Schwülste auf dem Rücken, die aussehen wie ein Gesicht, an dem er sich orientiert oder so. Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall sehr kokett gerade. Ich kommentiere das hier nicht. So, Alter, Frikadella. Wir können noch eine energiegeladene Dusche nehmen. Ich meine, sie wird das eh nicht schaffen. Sie wird gleich aufgeben. Vermute ich mal. Oh, der Rede von hier, von ihr. Sie hat ein brennendes Herz vor Leidenschaft. Andere Frauen haben eine Brustvergrößerung. Ich weiß gar nicht, wen ich anspreche im Raum. So, Wolverine ist jetzt auch da. Was stellt ihr drauf und geht? Enrico. Natürlich heißt er Enrico. Ist doch klar. So ist auch mein Spitzname. Alter, hat die hier hingeschwitzt oder was? Sinnlicher Austausch, Alter. Ich muss ein bisschen... Was passiert da gerade? Alter, das machen wir nicht mehr extra. Was passiert da gerade? Es gibt Orte bei mir, die sind so heiß wie die Sonne. Oh ja, hier unten, ich rieche es bereits. Oh, ho, ho, da kommt der Dunst hoch, mein lieber Herr Gesangsverein. Was für ein sinnliches Gespräch. Hoi, 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 hoi. Ich meine nicht, hoi, ja, 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 ich bin Enrico de Bico Papico. Wie heißt der? Moritz. Ich bin Moritz. Ach, der wollte nur in unser Gerät, das ist alles. Gut, dann gehen wir bis an die Grenzen. Na hör mal, Moritz, du kannst bei mir auch mal an die Grenzen gehen. Und wenn ich sage Grenzen, dann meine ich, Moritz geht an die Poritz, verstehst du? Ja, Alter, was für ein Klassiker. Das ist so, als würdest du einen Kilimanjaro bestanden, nur den besteigen, nur den Kilomanjaro, verstehst du? Ja, hast du vielleicht doch Jacknippel? Ich stehe auf Jacknippel. Jacknippel sind mir das Liebste. Ich bin ein französischer Hispanol. Oh Gott, ist das schlecht. Tränenmond ist fertig mit der Schule. Das ist natürlich super. Kinder müssen eigentlich Hausaufgaben machen. Ich weiß noch nicht, soll ich jetzt zu den Kindern schalten oder nicht? Das ist natürlich... Kontakte knüpfen mit, aufräumen, Fähigkeit aufbauen. Ist blöd, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann...
Mabise Shivu, ich muss mal ganz kurz zu den Kindern schalten. Denn die Kinder müssen Hausaufgaben machen. Frikadella packt es an. Frikadella packt es an. Sie ist im Fitnesscenter, sie knüpft Kontakte. Sie hat einen exotischen französischen Hispanol kennengelernt namens Moritz. Das ist eine interessante Mischung. Die sind früher zur Judenverfolgung geflüchtet ins französischsprachige Hispanol. Das ist ein Land bei Gallien. Ja, deswegen heißt er auch Moritz. Smith, ich habe den Namen vergessen, den Nachnamen. Ah nee, Smith war ja Will. Kür. Ich bin für mehr Ladebildschirme. Ladebildschirm, du bist mein bester Freund. Ladebildschirm, ich hab von dir geträumt. So, Sanne Stront. Sanne Stront und mehr. Was ist denn, wer ist denn Sanne? Und wer ist Stront? Wo ist Fridolin? Ah, Fridolin ist auch da. Okay, alles klar, dann ist alles gut. Frikadella ist beim Pumpen. So, sie hat noch Energie. Ich würde aber sagen, sie macht zuerst mal Hausaufgaben, bevor sie jetzt ein weiteres Buch schreibt. Ich möchte immer Bücher schreiben. Vielleicht schafft sie es sogar noch heute, eine Zusatzaufgabe zu erledigen. Ich wäre sehr stolz. Mutti müsste helfen, aber das funktioniert leider nicht. Vielleicht können wir mal Folgendes machen. Vielleicht probieren wir das gerade mal aus. Sie wird jetzt erstmal Aktionen überdenken und konzentriert sein und dann die Hausaufgaben machen. Fridolin isst inzwischen eine Pizza. Wow, das ist einfach an Geistesgenialität nicht zu überbieten. Ich fühle mich gerade wie Dr. Mabuse. So, der hat Hunger. Ja gut, dann lassen wir mal essen. Spaß, Blase, der braucht alles, der Fridolin, bevor er gleich sich in seine Hausaufgaben stürzt. Und wenn das klappt, Tränenmond probiert das gerade mal aus. Die ist momentan okay. Und wird gleich sehr konzentriert sein. Tränenmond, der nächste Zug. Sehr konzentriert. Zieht den Springer auf B3. Macht jetzt aber erstmal Hausaufgaben. So, sie ist konzentriert. Fridolin hingegen, da muss man ausmisten, was er da alles hat. Ach du Scheiße. Spülen, säubern, aufwischen, verwenden. Ja, duschen sollte er dann wahrscheinlich auch mal. So, Tränenmond, mal gucken, ob das schneller geht mit den Hausaufgaben. Ich kann es gar nicht sagen, aber auf jeden Fall schreibt die sehr schnell. Cäsar der Große hatte einen kleinen Cousin, der zu Besuch kam. Und später stahl er ein paar Weintrauben von der Orgie. Das fand Cäsar nicht so gut. Darum lässt er ihn den Löwen zum Fraß vorwerfen. Das nennt man den Circle of Life. Disney hat gelogen. Ich hasse den Disney-Konzern. Er beutet Kinder aus und versklavt. Moment. Hier, nochmal. Da. Versklavt. Was versklavt er? Ach ja. Tiere und Menschen gleichermaßen. Ja. Das ist sehr schlau von mir. Hey. Da kam noch keiner drauf. Also. Versklavt Menschen. Genau. Also. Versklavt Tiere, Menschen gleichermaßen. Und, beutet auch die Eltern aus und die Kinder mit ihrem Taschengeld, die ins Kino gehen müssen und Karten für 40 Euro kaufen und Popcorn für ihre Niere und das Erstgeborene. Ja, Eltern bringen immer, oder? Ich guck nochmal bei Google. Ja, stimmt sogar. Eltern bringen immer das Erstgeborene mit ins Kino, um sich Popcorn leisten zu können. Oh Moment, Fridolin ist fertig. Das ist gerade eine sehr tiefsinnige Hausaufgabe, ich weiß das selber. Und es scheint eventuell, es kann mich täuschen, aber es scheint tatsächlich etwas schneller zu gehen. Fridolin überdenkt seine Aktion. Spaß hat er gerade nicht so viel, aber der muss halt leider nochmal ran, auch wenn er gar keinen Spaß hat. Ist echt ein Problem mit Fridolin und dem Spaß. Sie schafft vielleicht echt noch eine Zusatzaufgabe, das wäre natürlich ein Hammer. Würde ich mich echt freuen, wenn das einfach mal so unter der Woche klappt. La 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 la. So, bei Fridolin sehen wir eh, wenn Grün auf Lila schaltet. Die meisten Disney-Filme
werden von armlosen Indonesen gezeichnet. Moment, armlos? Wie wird das geschrieben? So, armlose Indonesen gezeichnet, die ansonsten keinen Job finden. Das ist einerseits gut, denn dadurch bekommen sie einen Arbeitsplatz. Ja, Arbeitsplatz? Ja, Arbeitsplatz. Ja, fertig. Andererseits ist das schlecht, aber das ist mir egal. Haha. So, Tränenmond macht eine Zusatzaufgabe. Einfach mal so. Lamba, weil sie noch konzentriert ist. Die ist jetzt natürlich mega schlau. Und Fridolin ist jetzt auch sehr konzentriert. Was ist das denn? Ich glaube, es ist Zukunftsgay Fridolin. Es ist Zukunftsgay Fridolin, der aus der Zukunft kam und aus einer Gay-Parallel-Universität, Universums, Universitumselei. Da kam der her in natürlich einer schwulen Zeitmaschine, denn in diesem Paralleluniversum gibt es gar keine anderen Zeitmaschinen. Es gibt nur schwule Zeitmaschinen und es ist auf jeden Fall Gay Fridolin aus dem Gay-Paralleluniversum. Man sieht es bereits. Oder? Das gleiche Bärtchen trägt er auch noch hinten. So, jedenfalls, er hat sich zum Glück selbst nicht erkannt, weder in alter noch in neuer Form. Ich glaube, er hat sich einfach hier verlaufen. Wer ist das überhaupt? Marvin Löhrer. Marvin. Marvin, hör auf jetzt, du ungezogener Junge. So, jedenfalls, Fridolin macht Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. Er möchte gerne schlafen, aber ein Nickerchen möchte er gerne machen, aber das gibt's momentan leider nicht. Ich weiß, er ist müde, aber es hilft ja nichts. Immerhin ist er konzentriert und kann sich damit vielleicht ein bisschen ausschlafen, ich weiß es nicht genau. Wenn er schafft, kann er gleich noch ein bisschen Spaß machen. Zusatzaufgaben braucht er ja zum Glück nicht. So, und die beiden führen eine lockere Unterhaltung, das ist doch besser als eine unlockere. Was ist das für ein Lied? Oh, das Grobel. Ich muss ehrlich sagen, Moment. Nochmal kurz husten. Ich muss ehrlich sagen, ich mag dieses Sims 4 Radio, finde ich total geil. Also die Lieder, die sie da extra gemacht haben für Sims 4, die hören sich so authentisch an, was aber leider auch viel über die Charts aussagt, über diese, ich sag mal, Austauschbarkeit der Lieder in den Charts, die völlig austauschbar sind. Und genauso hören sich Lieder hier im Sims-Radio immer an, die originalen Sims-Lieder. Die hören sich einfach an wie Chart-Erfolge? Was ist denn los? Unwohl? Unerträglich erschöpft? Was ist denn da los? Und ich dachte, ich kann da nachher nochmal rüber. Also jetzt nicht über Frikadella, sondern ins Fitnesscenter rüber, meine ich. Na gut, Frikadella nimmt eine erfrischende Dusche, die hat er eh frei. Die wird auf jeden Fall, die muss ja Freunde finden. Die findet sie hier doch nicht einfach so. Ah, schwierig. Was ist denn jetzt mit dem, wie heißt der Typ nochmal? Moritz. Was ist denn mit Moritz? Jetzt fühlt sie sich wieder okay, ist ja klar, und würde gerne ein Nickerchen machen. Und Fridolin bei den Hausaufgaben helfen, das finde ich total super, ist eigentlich auch eine geile Sache. So, jetzt ist sie glücklich. So frisch, so sauber, wegen verbesserter Dusche. Juhu, fortschrittliche Massagedüsen. Oh, die hätte ich auch gerne. Da lässt sich die Mutti mal massieren. Da lässt sich mal ordentlich den Maulwurf kraulen. So, bei den Hausaufgaben helfen. Das Techtel-Mächtel-Gespräch führen. Alter, die kommt auch nicht einfach so aus der Dusche, ne? Ich muss leider mal ganz kurz ausschalten, denn... Also, pass auf, das war so, ne? In der alten Antike, da lebte einst... Mutter, was ist das wieder für ein Scheiß? Tränenmond ist ganz entsetzt und geht erstmal aufs Klo. Natürlich erstmal aufwischen, hinter der Mutti die Pipi aufwischen oder was auch immer das da ist, die Hinterlassenschaften. Tränenmond hat die Zusatzaufgabe direkt erledigt. Total geil. Ich bin begeistert. So. Also, pass auf, ne? In der alten Antike, da lebte einst ein Mann, der hatte eine Peitsche und einen Schlapphut, der hieß Indianer. Schreibst du mit? Jetzt schreib doch mit, Junge, ich erzähl dir das gerade. Also, pass auf, der hieß Indianer, ne? Schreib das mal mit. Sein Vater war... George Lucas? Nee, wie ist er nochmal? Mach mal aus hier die Kacke. Also, sein Vater.
Sein Vater hieß Sir Connery. Schreibt das auf. So. Ja, und der hat damals gelebt und dann hat er die Bundeslade gefunden. Ich glaube, wir sind durch. Okay, das waren die Hausaufgaben. Fridolin kann keine Zusatzaufgaben. Doch, der kann Zusatzaufgaben machen, aber das sollte er nicht tun. Der Fridolin guckt auf jeden Fall erstmal den... Guckt er den Comedy-Kanal oder... Der spielt jetzt einfach mal was.